Heute beschäftigen wir uns mit der Zwei-Stufen-Verifizierung. Das geht in der Synology relativ einfach. Mittlerweile ist es ja so gang und gäbe, dass man überall eine sogenannte Zwei-Faktor- oder auch Zwei-Stufen-Verifizierung einrichtet. Hat natürlich den riesen Vorteil, dass wenn das Passwort mal bekannt wird, dass derjenige, der das Passwort dann hat, dass dem das auch nicht wirklich weiterhilft, weil er braucht dazu noch ein zweites Gerät, mit dem er halt eben dann eine Verifizierung dieses Passworts generieren kann. So, ich mache das jetzt mal hier. Dazu brauche ich mein Handy. Ich habe hier ein iPhone und habe darauf auch die entsprechende App installiert. Das ist diese Authenticator-App, die ist auch kostenlos. Ich werde das ja jetzt mal hier einschalten. Dazu muss ich natürlich hier eine E-Mail-Adresse hinterlegen, für den Fall, dass ich mein Mobilgerät verbummelt habe oder nicht dabei habe. So, an der Stelle jetzt hier nehme ich also jetzt hier einfach mein Handy und gehe auf die Authenticator App. Ich gehe auf das Plus-Symbol und sage hier ein anderes Konto hinzufügen. Dann kommt hier auch sofort der Kameraassistent und der möchte jetzt, dass ich das einscanne. Das habe ich jetzt getan. Und damit ist der erste Schritt schon fertig. Jetzt bekomme ich hier einen Code angezeigt im Handy. Das geht nicht allzu lange, da muss ich mich beeilen. Dieser Code ändert sich hier alle paar Sekunden. Und damit ist die Aufgabe schon erledigt. So, in meinem Fall habe ich das jetzt so eingestellt, dass nur die Benutzer der Administratorengruppe diesen Authentifizierungscode eingeben müssen. Die anderen Benutzer, die auf auch eine Reihe von Diensten Zugriff haben, die können sich nach wie vor auch ohne die Zwei-Stufen-Authentifizierung anmelden, weil ich den Leuten das erst nochmal erklären muss, wie das denn funktioniert. Und ich auch nicht ganz genau weiß, ob die schon mit dieser überhaupt schon Erfahrungen haben mit dieser ganzen Geschichte. So. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Somit ist das Thema durch. Und wenn ich mich also jetzt anmelden möchte über einen Browser, das mache ich jetzt mal ganz einfach. Dann sieht man auch gleich mal sofort, was das für eine Auswirkung hat. Das heißt, ich gehe jetzt mal und suchen mal eben ganz kurz den passenden Browser. Wir machen das hier auf Pause so lange. So, ich habe mich jetzt mal remote auf die Diskette eingeloggt. Dann kommt hier natürlich die obligatorische Abfrage nach einem Benutzernamen und einem Passwort. Ich sage mal nicht speichern. Und jetzt sollte hier eine Besonderheit kommen. Jetzt kommt nämlich hier die Frage nach dem sechsstelligen Code, der sich in meinem Handy gerade befindet. Allerdings ist der Code nur noch für 3 Sekunden gültig. So, jetzt habe ich einen neuen Code bekommen. Und jetzt kann ich mich auch entsprechend anmelden. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt hier auch noch sagen, okay, auf diesem Gerät bitte speichern. Das mache ich aber nicht, weil dann habe ich natürlich das Ganze nicht wirklich sinnvoll eingerichtet. Denn dann könnte jemand das Gerät hier oder der Zugriff auf diesen Computer mit diesem Browser hat, sich auch entsprechend einloggen. So, und dann sieht man schon, dass ich jetzt eingeloggt bin. Es ist ein bisschen weiter weg, deswegen dauert das ein kleines bisschen. So, aber das funktioniert, ne? Also das ist von daher gesehen genau das, wie es sein sollte. Und erst nur, wenn ich das Telefon dabei habe, dann kann ich mich tatsächlich auch erfolgreich hier auf die Synology einloggen. Andersrum, was passiert, wenn ich mein Telefon verloren habe? Dazu melde ich mich nochmal einmal ganz kurz ab. Auch das will ich nochmal ganz kurz demonstrieren. Kann ja mal passieren, dass ich mein Telefon halt eben vergessen habe, beziehungsweise mein Telefon nicht am Ort habe, an dem ich mich gerade befinde. Und dann mache ich das nochmal hier. Nein, ich möchte das hier sowieso nie speichern. So, und sollte ich mein Telefon also jetzt nicht dabei haben, um diesen Code hier entsprechend einzugeben,
Dann kann ich mir auch hier einfach über den Schalter Telefon verloren den sogenannten Notfallcode zuschicken lassen. Den bekomme ich jetzt an die vordefinierte E-Mail-Adresse, die für dieses Konto hinterlegt worden ist. Und da steht halt eben auch ein sechsstelliger Code drin, der aber auch, glaube ich, nur ein paar Minuten gültig ist. Ich kann das mal eben testen. Ich gucke mal eben schnell, ob ich die E-Mail schon bekommen habe. Damit das Ganze auch wirklich funktioniert mit diesem Code, muss natürlich auch in der Diskstation entsprechend die E-Mail-Konfiguration logischerweise eingerichtet sein. Also sprich, dort muss halt eben auch die E-Mail-Konfiguration zum Versenden von Systemnachrichten oder ähnliches muss natürlich auch schon hinterlegt sein. Das macht er aber automatisch oder meckert er automatisch an, sobald man versucht, hier überhaupt diese Authentifizierung, diese Zwei-Wege-Authentifizierung einzurichten. Das Ganze ist ganz interessant, denn die neuen Fritzboxen oder beziehungsweise mit dem neuen Update von Fritz OS 7.01, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das gewesen sein. Da gibt es genau diese Funktion auch. Es gibt es ja bei der Fritzbox sowieso schon etwas länger, diese sogenannte Zwei-Wege-Authentifizierung. Da musste man bei bestimmten Einstellungen immer eine Taste drücken. Das gibt es jetzt tatsächlich hier auch. So, über diese Authentifizierungs-ID. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange denn diese Authentifizierung gültig ist. Ich kopiere mir den Code mal eben ganz kurz aus meiner E-Mail. Und logge mich nochmal ein. Okay. Ich würde aber davon ausgehen, dass der Code nach einer halben Stunde oder nach 10 Minuten nicht mehr gültig ist. Also das muss natürlich auch schon so gut funktionieren, dass man da halt eben auch nicht erst noch stundenlang, sag ich mal, sein E-Mail-Programm suchen muss oder irgendeinen Computer suchen muss, mit dem man die E-Mail empfangen kann. Also von daher gesehen, das Handy oder das E-Mail-Programm sollte auf jeden Fall in erreichbarer Nähe sein, damit das Ganze überhaupt systematisch funktioniert. Gut, das war's bis hierhin. Das dient auf jeden Fall der Sicherheit. Ich kann das nur empfehlen. Das macht das Ganze auf jeden Fall sehr spannend. Und die Gefahr halt eben, dass jemand mein Handy gestohlen hat und da noch Zugriff drauf hat, um dann diese Nachricht lesen zu können, die ist also eigentlich relativ gering, da ich das immer in meiner Hosentasche habe. Okay, bis dahin, das war's. Ciao.